Wir dürfen uns in den kommenden Tagen einbinden lassen in ein großes Netz des gemeinsamen Betens und Feiern an getrennten Orten. Verstehen Sie diesen Verzicht als Möglichkeit, uns vertieft dort zu verankern, wo jene Hoffnung für unser Leben Nahrung findet, die wirklich trägt. So segne und begleite Sie Gott. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Es segne euch und alle, die euch verbunden sind, der in Liebe dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Liebe Familie, liebe Mitgliederfamilien, herzlich willkommen im Studio Heiligtum der österreichischen Mitgliederfamilien. So im Vertrauen gesagt, unser Hausheiligtum ist Matthäus, also das Studio Heiligtum, unser Hausheiligtum ist im Nebenraum. An der gleichen Wand. Ja, wir haben jetzt gerade Heilige Messe gefeiert hier im Studio Heiligtum. Und es war auch ein besonderes Erlebnis für uns und uns ist eigentlich nichts abgegangen, das sagen dürfen. Es war wirklich auch eine schöne, tiefe Feier miteinander und mit euch. Wir haben ein intensives Wochenende und ein erlebnisreiches Wochenende hinter uns und wir können sagen, wir sind so in die Schule von Pater Kentenich gegangen. Im Vertrauen darauf, dass er im richtigen Augenblick das richtige Wort für uns hat, die richtige Idee und dass er uns richtig führt und dass er uns hilft, in diese Erziehungsschule der Gottesmutter zu gehen. Erziehungsschule, Schule Pater Kentenichs. Ich weiß nicht, ob euch jetzt was dämmert. Am friedlichen Sonntag. Schule heißt Hausübung. Andi kommt per E-Mail, so wie bei den Schülern. Ja, also die Schüler müssen jetzt auch Hausübung machen, obwohl sie nicht in die Schule gehen körperlich. Also, was ist eure Hausübung? Ihr habt einiges aufgenommen, einiges ist bei euch hängen geblieben und das wäre jetzt wertvoll, wenn ihr an den Punkten, die euch wichtig geworden sind, wo ihr hängen geblieben seid, also, ah ja, wenn ihr da weiterarbeitet. Und wir haben ziemlich viel Material hineingestellt in die Textsammlungen und so unsere Empfehlung ist, unser Wunsch, unsere Bitte, dass ihr da ein bisschen was weiterarbeitet noch, dann miteinander als Ehepaar und vielleicht mit anderen Ehepaaren zusammen, jetzt mit Telefon, so wie wir das gestern gemacht haben. Ja, also das wäre Hausübung, einfach an dem Punkt, wo ihr tiefer graben wollt, einfach Material zu nehmen, weitergraben. Wir wollen jetzt noch eine kurze Einführung machen oder ein paar Gedanken zur Weiherneuerung, aber vorher noch der Abschluss unseres Wochenendes. Der Abschluss soll um 14 Uhr sein, ein Plenum, eine Ernte mit WhatsApp. Also wir kommen alle zusammen und jeder sagt nicht, jeder schreibt etwas, was wichtig war an dem Wochenende und was er mitnimmt. Und das kann ein ganz schöner, lebendiger Austausch sein. Weiherneuerung. Wir haben ja versucht, dieses Programm, das normale Programm des Mitgliederwochenendes quasi als Grundlage zu nehmen. Und so am Frühjahrswochenende ist immer diese Weiherneuerung drinnen, wieder so ein Erinnern daran, ja, wir sind gemeinsam auf dem Weg und wieder so das Vertrauen zwischen Gottesmutter und uns und Pater Kentenich neu aufzubauen. Und das ist eine ganz schöne Feier und hat das eigentlich einen formalen Rahmen mit einer, ja, mit einem Formblatt, wie man Weiherneuerung macht. Und in Zeiten, wo alles so frei ist und jeder tun kann, was er will, ist das ganz gut, wenn man irgendwann mal so einen formalen Punkt drinnen hat. Aber wir haben uns gedacht, das passt nicht unbedingt. Wir wollten es zuerst umarbeiten, so auf Hausheiligtum. Aber wir haben uns gedacht, es ist irgendwie vielleicht
besser angebracht, wenn Sie jetzt als Ehepaar in eurem Hausheiligtum so das Wochenende ausgingen lasst. Und wir haben so jetzt gerade in der Früh haben wir gesprochen, eigentlich Sicherheit. Das ist so ein Punkt, den wir herausnehmen, der uns wichtig ist. Wir wollen anderen Sicherheit geben, unseren Kindern, unseren Nachbarn. Dazu brauchen wir Selbstsicherheit. Und die Sicherheit, damit wir Sicherheit haben können, müssen wir vertrauen können. Pater Kendrick redet von Pendelsicherheit, wir in der Hand Gottes auf einem Pendel. Und wir haben jetzt in diesem Wochenende Vertrauen gewonnen, wieder in den Pater Kendrick, dass er uns das Richtige im richtigen Augenblick mitgibt, die richtige, uns immer auf den richtigen Weg bringt. Und wir haben uns gedacht, es könnte jetzt eigentlich so dieser Abschluss sein, ein Auffrischen des Vertrauens, ein Neuvertrauen gewinnen in unser Hausheiligtum. Und da haben wir diese zwei Bilder nebeneinander, also das Heiligtum am Kahlenberg, ich muss ein bisschen näher kommen, das sind die. So, machen wir so. Das Heiligtum am Kahlenberg und das ist das Hausheiligtum. Hausheiligtum von der Familie Huber. Da liegt übrigens unser Referat liegt da. Und was ist auch die Vertrauensübung jetzt und das, was wir auffrischen können, wieder erneuern können, ist das, dass wir sicher sind, ja, in unserem Hausheiligtum, dass er jetzt wichtiger wird für uns. Das haben wir gemerkt. Wird von Tag zu Tag wichtiger. Da werden die gleichen Gnaden wie im Urheiligtum, wie im Filialheiligtum, wie im Heiligtum am Kahlenberg. Da dürfen wir die gleichen Gnaden erwarten im Hausheiligtum. Der Pater Kendrick ist überzeugt und er überträgt diese Überzeugung auf uns, dass Gott, der Gottesmutter, einen Auftrag gibt, Erneuerung der Welt, neuer Menschen, neuer Gemeinschaft. Das wird er eigentlich mit ihrer Gnadenmacht, die sie von Gott geschenkt bekommen, diese Erneuerung durchführen. Und wir können sicher sein, und das ist jetzt diese Vertrauensübung, die wir vielleicht am Abschluss dieses Wochenendes machen können, sicher sein, dass diese Gnaden, die im Heiligtum wirken, die wir hier sehen, frohe Menschen rund ums Heiligtum, dass die auch in unserem Hausheiligtum wirken. Also das wäre vielleicht so der Punkt, dieses Vertrauen, dass die Gottesmutter im Hausheiligtum wirkt, dass sie mit Pater Kendrick zusammen einfach diesen neuen Menschen in der neuen Gemeinschaft erziehen will. Und dass der Pater Kendrick das sagt, was wir jetzt eigentlich gerade brauchen. Ja, wir sollen vertrauen. Und wir sind ja im Netzwerk christlicher Häuser verbunden, mit Gott in der Mitte und dem Heiligtum in der Mitte. Und unsere Häuser, wir können uns jederzeit miteinander verbinden und anrufen oder skypen. Also wir wünschen euch einen schönen Abschluss von dem Wochenende jetzt in eurem Heiligtum, dass das so richtig ausmünden kann in einen Strom der Liebe. Danke, grüß dich, pfiat dich. Pfiat dich.